Yo Freunde, was geht? Das hier ist der erste Gewinner von meiner neuen V-Bucks-Verlosung. Und wenn ihr auch ein paar V-Bucks gewinnen wollt, dann einfach nur jetzt einmal schnell den ersten Link unten öffnen. Also diesen ins.click/Snox-Link, den findet ihr wieder in der Videobeschreibung und in den Kommentaren, also ganz oben angepinnt. Den einfach einmal öffnen und wenn ihr den geöffnet habt, dann einen Hashtag Hightech in die Kommentare. Dann nehmt ihr da automatisch dann teil. Also viel Glück an euch. Und ja, ich würde sagen, wie jeden Tag schauen wir uns jetzt gemeinsam den heutigen Fortnite-Shop an. By the way, heute um 10 Uhr kommt ein heftiges Update. Unter anderem soll ja Tilted Towers und auch der Nate Launcher zurückkommen und es soll auch einige neue Cosmetics geben. Das dann alles heute um 10 Uhr kommt der neue Patch. Auf jeden Fall klicken wir direkt erstmal auf den heutigen Fortnite-Shop und schauen mal, was da so drin ist. Als erstes das gesamte Stillschweigen-Paket, also hier der Stillschweigen-Skin. Dazu noch die Lackierung, der Backpack und die passende Hacke. Ich kann mir die Lackierung für 100 V-Bucks holen. Nee, ich glaube nicht. Die ist mir zu basic. Die hole ich mir lieber nicht. Genau, es gibt ja auch einen neuen Style. Das habt ihr gerade schon gesehen. Der schaut, Achtung, so aus. Actually ziemlich cool. Also seitdem ist der Skin deutlich besser nochmal geworden. Außerdem haben wir den Spinnenritter heute drin mit seinem Backpack. Da finde ich aber die Arachne besser. Also die weibliche Variante hier. Hier noch den cooleren Backpack bekommen. Die Hacke, die immer noch irgendwie verbuggt ist. Da leuchtet immer noch nur das eine Auge. Keine Ahnung wieso. Dann der Flugweber. Für ein 2 cooler Gleiter mag ich. Als nächstes der Blütenskin, der ist ganz cute, hat auch eigentlich einen ganz süßen Backpack, also beziehungsweise eigentlich einen traurigen Backpack, weil das Tier so gefesselt ist. Aber Skin ist eigentlich ganz cool, vor allem hier sind nochmal so zwei kleine Augen. Dazu auch eine Hacke, die sich so anhört. Genau. Dann haben wir noch den Hay-Skin, auch ein richtig geiler Skin, hat inzwischen ja auch einige neue Gold-Styles bekommen. Genauso auch die Hacke, die es jetzt auch in einer goldenen Variante gibt. Ja, die lohnt sich jetzt für 500 V-Bucks. V-Bucks, oh Gott, meine Voice cracks. Für 500 V-Bucks lohnt die sich echt. Dann der Schreckenfade. Ich habe leider schon die anderen Fade-Varianten und hier die Hacke da drin für 1,8. Der männliche Skin hat natürlich keine Hacke bekommen. Wie immer sind die weiblichen Skins bevorteilt. Aber ist eigentlich auch richtig so. Ich meine, niemand kauft sich die männlichen oder wenige Leute kaufen sich die männlichen Skins. Die meisten finden die weiblichen Skins, weil die auch einfach ein bisschen schlanker und besser zu spielen sind, finden die halt einfach besser. Arktika-Szenen aus Season 1, richtiger OG-Skin, der Corse-Skelet-Skin, ja, von diesem einen Künstler, finde ich eigentlich ganz cool, gibt es ja auch noch andere Farbvarianten, genau. Dann als nächstes der Sternstab, oh, beste Hacke im Spiel, würde ich mir kaufen. Dann Glitter für 500 V-Bucks, guter Emote, genau. Als nächstes der macht den Gritty, leider copyrighted, da hören wir nichts. Hier noch den Sitz-Story-Mode. Oh, der ist okay. Und das Restliche ist wahrscheinlich alles wie immer. Also ja, cooler Shop heute. Wie gesagt, falls ihr ein paar V-Bucks haben wollt, einfach jetzt einmal kurz den ersten Link in der Videobeschreibung öffnen. Diesen ins.click/Snox-Link, den einfach einmal anklicken. Da kommt ihr dann zum Shop von Hightech, dem PC-Shop. Die tracken quasi, wie viele Leute da jeden Tag draufklicken. Also den Link einfach einmal öffnen. Falls ihr einen PC sucht, ich kann euch Hightech sehr empfehlen. Deswegen gerne noch ein Hashtag Hightech in die Kommentare und wie ich euch am besten dann erreichen kann, wenn ihr gewonnen habt. Also Instagram, Discord und so weiter. Genau, einfach wie ihr da heißt. Und ja, da würde ich sagen, danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen zum nächsten Shop-Video. Also, ja, viel Spaß heute mit dem Update. Wie gesagt, 10 Uhr kommt das Update und ich werde heute auch wieder streamen. Also werden wir da auf jeden Fall das Update auch antesten. Also schaut gerne später vorbei. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht es gut, habt einen schönen Tag und haut rein, Freunde. Tschüss.